Hallo, da bin ich mal wieder. Heute fahre ich mal wieder so ein paar Trainingskilometer. Heute so viel wie möglich, wie geht. Mal schauen. Bin hier an der Grenze zu Dänemark, bin in Handewitt gestartet und möchte so viel Kilometer machen wie möglich halt. Gegen den Wind, der soll ja leider heute noch ordentlich auffrischen, aber ich kann da jederzeit umdrehen. Ja, ich habe viel geplant an Kilometern, aber ich werde mich jetzt so sporadisch mal so zwischendurch melden an markanten Punkten oder Ortschaften. Also ist nicht so viel zwischendurch. Ja, und dann kann ich euch gleich hier auch das hier nochmal zeigen, was das hier ist. Das ist ja der neue dänische Grenzzaun, sogenannte Wildzaun gegen die deutschen infizierten Wildschweine. Ja, was soll man sagen, die gibt es ja noch gar nicht. Und der eigentliche Überträger ist meistens der Mensch dieser Schweinepest, wovor Dänemark so viel Angst hat. Aber lass ich mal diesen 70 Kilometer langen Zaun bauen hier. Schön finde ich es nicht, aber egal. Okay, dann wünsche ich viel Spaß bei den kommenden Bildern. Die ersten 20 Kilometer sind schon vorbei, aber bis jetzt ging das auch noch mit dem Wind, weil hier sind ja noch viele Knicks und kleine Wälder, die den Wind abhalten. Das ist gar nicht so schlecht. Also es läuft bis jetzt. Erste große Ortschaft erreicht, Tinglev. 24 Kilometer geschafft. 20 vor 8, also ist noch recht früh und bis jetzt lief es gut. Gleich 40 Kilometer geschafft. Ja, solange hier so ein paar Bäumchen davor sind, geht das ja mit dem Wind. Aber der ist schon ganz schön heftig heute. Aber es geht voran. Schönes Plätzchen hier an der Wassermühle. Wir machen mal die erste Pause nach 45 Kilometern. Das passt doch. Musik.
Ja, mal eine schöne 5 Minuten Pause. So, es ist jetzt 8:55. Es muss weitergehen. Mal sehen, wie weit ich noch komme. Ja, es pustet doch schon wieder sehr. Aber macht Spaß trotzdem. Hier reicht Kilometer 50, also wenn das schon mal mindestens 100 Kilometer heute, aber es geht noch weiter. Und hier sieht man auch, dass das nicht immer nur ganz flach ist hier. Ach, 61 Kilometer geschafft, Torfplot erreicht. Wow, nicht schlecht, aber es geht noch weiter. Torfplot habe ich jetzt halt durchquert. Da steht jetzt mein Ziel auch dran, Gramm. Da gibt es was Schönes zu sehen, glaube ich. Mal sehen, die 11 Kilometer werde ich wohl noch schaffen. Es ist jetzt genau 10 Uhr, also noch recht früh. Ich würde sagen, das ist mal geradeaus. Denn schön Gegenwind, aber trotzdem, es geht. Ziel erreicht. Eigentlich ganz gut gelaufen. Oh, schönes Plätzchen hier am Gram Schloss. Sehr schick. Geil. Echt geschafft.
eigentlich sollte das ja hier der Wendepunkt sein. Aber das lief ja so gut. Na, ich überlege doch noch ein Stück weiter zu fahren. Ich habe ja so ein Schild gesehen. Riebe ist ja nicht so weit weg. Probieren könnte ich es ja. Werde ich auch. Aber ich werde jetzt hier erstmal was essen. Kleine Pause. Und dann versuche ich es nochmal. Echt schön hier. Oh, nach einer Stärkung fahre ich jetzt weiter. Es ist 11 Uhr, also immer noch früh. Mal sehen, ob ich Riebe noch erreiche. Kilometer 80. Oh nein, ich bin nicht in den Niederlanden. Kilometer 90. Riebe kommt näher. Jetzt in Riebe, 98 Kilometer. Jetzt geht es aber wirklich mit Rückenwind los. Also hier Riebe, da muss man echt noch mal hin. Ich habe nicht so viel Zeit heute, aber hier komme ich noch mal wieder. Das ist ja wunderbar hier. Das kenne ich nicht hier. Ich bin zum ersten Mal hier. Aber Wahnsinn, was man hier sieht. Da muss ich noch mal wiederkommen. Ja, Riebe ist echt toll. Hier muss ich wirklich nochmal hin. So, jetzt geht's wieder nur noch mit Rückenwind nach Hause. Oder zum Auto eher gesagt. Um 200 Kilometer zu schaffen, müsste ich jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter. Aber das mache ich garantiert nicht. Das langt für heute. Ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen zurückfliegen werde. Das wird ja wohl hoffentlich klappen. Gleich Kilometer 110, aber hier hat man noch eine weite Sicht.
gleich 20 Kilometer schon wieder von Riebe weg. Aber bei dem Rückenwind ist das ja schon fast wie Fliegen. 30 km/h ist ja locker immer drin. Ich streng mich auch jetzt nicht besonders an, weil ich muss ja auch ankommen. Ein paar Hügel und so muss ich ja doch trotzdem noch hoch drücken. Ja, gleich wieder durch Torflund. Nach jetzt 127 Kilometern. Läuft. Geht echt noch gut. Also kann es immer noch weitergehen. Eine Pause, weil es hier so schön war, ne? Jetzt 143 Kilometer, jetzt noch mal Energie tanken für den Rest, für die Reststrecke. Nach 163 Kilometern bin ich auch wieder in Tinglev und 23 Kilometer sind das ungefähr noch. Nur noch 11 Kilometer. Ich befinde mich hier schon wieder am Stück von dem Grenzzaun, den hübschen. Ja, das werde ich ja wohl noch schaffen. Ja, falls ihr euch fragt, welche Musik jetzt ich immer hier höre im Ohr beim Radfahren, ja, das ist dieselbe Musik, wie die in den Videos läuft. Irgendwie gefällt mir das. Kommt mir irgendwie so vor, als ob ich wie im Film hier fahre. Echt toll, das passt irgendwie. Okay, so, auf die letzten Kilometer jetzt. Wieder am Grenzzaun angekommen. Ja, geschafft. Aber wie viele Kilometer ich geschafft habe heute, das werdet ihr gleich sehen. War ja nicht schlecht heute. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so gut bin heute bei dem Wind. Heute Morgen ist es bei ungefähr Windstärke 4 angefangen und jetzt ungefähr Windstärke 5 mit Böen 7. Aber den hatte ich ja zum Glück das meiste als Rückenwind. Ja, ich hoffe, es hat dann gefallen und ob es das letzte Video ist vor dem Urlaub, weiß ich noch nicht, aber ich kann jetzt natürlich schon sagen, also die Berge können kommen. Also ich glaube, ich bin schon fit. Also dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin, moin.